Insta360ONE X. 360 Grad Aufnahmen, 18 Megapixel Bilder, super Bildstabilisierung, Zeitraffer, 5K Videos im 360 Grad Format. Das sind die Schlagworte, mit der für diese Kamera geworben wird. Ich habe mich ja in den letzten Jahren nie mit 360 Grad Kameras beschäftigt, weil ich einfach keinen Nutzen darin gesehen habe. Aber das hat sich jetzt mit dieser Insta-Kamera wirklich geändert. An dieser kleinen Kamera wurden nämlich zwei Linsen verbaut, die jeweils die Umgebung mit jeweils 180 Grad aufnehmen. Die ONE X hat auf der Vorderseite ein Display und einen zusätzlichen Knopf, sodass du die Aufnahme hier direkt an der Kamera starten kannst. Du kannst die Kamera aber auch mit dem Display deines Handys verbinden oder mit dem Handy verbinden und das Gefilmte direkt auf dem Display sehen. Geil an der Kamera ist, dass du im Nachhinein aus dem 360-Grad-Footage den Kamerawinkel auswählst, den du eigentlich für dein Video auch brauchst. Ja? Und ich filme in letzter Zeit relativ oft mit der Kamera und baue dann entsprechend die Szenen einfach ein, die ich für mein Video brauche. Also diese typischen B-Roll-Szenen oder B-Szenen, die mein Video einfach noch einmal aufwerten, weil eine zweite Kamera im Hintergrund mitgelaufen ist. So spare ich mir auch ganz oft einen Kameramann. Denn ich bin ja eigentlich immer nur alleine unterwegs. Aber man muss wirklich wissen, dass die Kamera 5,7K nur im 360-Grad-Modus aufnimmt. Wenn man im Nachhinein den entsprechenden Kamerawinkel in der Software oder am Rechner dann auswählt und gibt das Video dann aus als 16:9 Video, dann hat man nur noch Full HD. Aber mir reicht diese Bildqualität in den meisten Fällen eigentlich aus. Man sollte eben nur darauf achten, dass man nicht bei Dunkelheit filmt, so wie es jetzt bald der Fall sein wird, weil die Sonne gerade untergeht. Aber bei Tageslicht hat man eigentlich echt eine tolle Bildqualität und die Clips können sehr gut in das Hauptvideo immer mit eingebaut werden. Mit diesem 3 Meter langen Selfie-Stick kann man Aufnahmen machen, die Drohnenshots sehr, sehr nahe kommen. Der Stick, der wird automatisch in der Software dann herausgerechnet und ist dann eigentlich unsichtbar. Und so kommen diese coolen Autoaufnahmen eigentlich auch zustande. Und auch gerade bei Autos kann man ganz interessante Perspektiven mit dem Stick und dieser 360-Grad-Kamera aufnehmen. Kamera auf den Selfie-Stick schrauben wollt, funktioniert es einfach so. Drauf geschraubt, zack, wieder rausgezogen. Der kleine Stick ist 1,50 Meter lang. Damit kann man schon richtig coole Aufnahmen machen. Ja, die vielen Einsatzmöglichkeiten dieser Kamera machen sich auch zum Beispiel beim Autofahren ganz deutlich. Ich kann diese Kamera ganz easy an der Kopfstütze meines Beifahrersitzes befestigen. Und habe die Möglichkeit, mich hier so selbst zu filmen im Auto, was fürs Vlogging zum Beispiel sehr, sehr praktisch sein kann. Aber auch für Urlaubsvideos, um einzigartige Shots einfangen zu können. Die Kamera hat auch eine Timeshift-Funktion, also eine Zeitraffer-Funktion. Die zeige ich euch auch gleich, wie das so aussieht. Um diese Funktion zu starten, müsst ihr die Kamera allerdings mit dem Handy verbinden. Also den Menüpunkt Zeitraffer, der ist nur über das Handy, über die Handy-App anwählbar. Mein Fazit: Die Pro-Punkte sind 5,7K Auflösung bei 360-Grad-Video. Die Kamera hat eine super Bildstabilisierung, das sieht man beim Sport. Ich bin damit Fahrrad gefahren, Snowboard gefahren. Und die Kamera hat einfach echt das Bild super cool stabilisiert und nichts hat da gewackelt. Die einfache Handhabung ist auch noch ein Pluspunkt. Es gibt einen Knopf für Video an. Und wenn man es auf die Spitze treiben will, kann man auch in der App super viel noch einstellen. Zeitraffer aufnehmen, Slow Motion aufnehmen, aber das brauche ich nicht. Ich brauche eigentlich nur den einen Videoknopf und das reicht mir. Ein weiterer Pluspunkt ist, dass die Kamera oder die Software diesen Selfie-Stick herausrechnet, dass der unsichtbar auf dem Bild ist und so kommen richtig coole Aufnahmen zustande. Die Minuspunkte der Kamera, da gibt es auch welche. Der Akku hält nur 45 Minuten lang.
Die Linsen, die sind nicht geschützt. Also meine Kamera ist mir schon mal runtergefallen. Vielleicht kann man das sehen. Gott sei Dank nur aufs Gehäuse, nicht auf die Linse. Aber wenn die Kamera runterknallt, ohne Schutzhülle und die Linse wird beschädigt, könnte die eigentlich in die Tonne treten. So, jetzt filmen wir noch ein paar Autoaufnahmen, weil das Licht gerade so schön ist. Und dann sage ich Servus vom Ammersee, euer Sigi.